Herzlich willkommen zurück zu Kingdom Hearts 1 in der PlayStation 2 Version, meine Damen und Herren. Wie ihr seht, bin ich nicht mehr bei Aladdin, sondern ich bin jetzt hier in Traverse Town. Ich wollte trainieren, bin halt ein bisschen rumgefahren, habe ein bisschen das Raumschiff geupgradet, würde ich sagen. Also ich habe da quasi nur die Laserkanone weggenommen, neue Kanone dorthin. Bin ein bisschen rumgelaufen, habe eine Kiste gefunden, wo nichts Besonderes drin war, da kann ich ja später mal drauf eingehen. So, wo ich hergekommen bin, mehr das, was wir machen können. So, und somit hat hier oben gibt es hier oben quasi einen neuen Laden, wo wir hochgehen können. So. Ihr könnt aus eurer Attempts ungewöhnliche neue machen, Gumbo. Lasst uns etwas für euch machen. Bringt Haufen Items und von Reisen mit. So. Kann ich die Kisten öffnen? Ich kann die öffnen. Oh, die Thematik, cool. Okay. Muss ich mit dir reden? Lass uns schmieden, okay. Und hier können wir jetzt quasi Items uns craften. So. Das sind ja mal die Gegenstände, die die Gegner mal fallen lassen. So, Kräftekette, Elfen. Steht nicht noch irgendwo da, was das bezweckt? Eigentlich? Ich mach mal... Ich brauch von jedem zwei. In der Kiste habe ich 12. 13. Ich schmied mal so eine Kräftekette. Ein Elixier. Eine Hütte. Das sind Items, die ich hier nicht benutze. So, hier hinten steht noch ein kleiner. So, reparieren wir die Waffe aller Waffen. Mit uns alle möglichen Items. Genau, ich glaube, die graden. Ich glaube, da gibt es auch manchmal ein Update. Umso mehr Items, also verschiedene Items man findet und. Glaube ich. Upgrade habe ich jetzt mit der Sicher. Gut, das würde schon mal denen nichts bringen. Okay, wir gucken mal bei Donald. Oh, Dunkelring und Magie würde steigen. Nehmen wir das rein. Okay. Das Problem ist, die AP braucht der, ne? Mhm. Hier singt das nur um eins, stimmt's? So, dann nehmen wir das. Dann kriegt er den Eiferring und dann können wir hier gleich. Zack. Ganz einfach. Genau, hier fehlt mir eins. Perfekt. So. Dann haben wir noch was in der Stadt. Ich habe noch eine Kiste geöffnet, so ein Erz oben auf dem Dach. Das habe ich übersehen. So, guck mal, wer hier hinten liegt. Unser Pinocchio ist. Oh, hallo Jiminy. Was in aller Welt machst du hier drinnen? Ich spiele Verstecken. Oh, das glaube ich einfach nicht.
Und ich mache kein Auge zu, aus Sorge um dich. Warum in aller Pinocchio? Pinocchio, sagst du auch die Wahrheit? Ja. Was ist denn hier? Was ist denn das hier? Das hat mir jemand geschenkt. Keine Flunkerei. Du weißt doch, du weißt, dass du nicht lügen darfst. Eine Lüge wird größer und größer, bis du ertappt wirst. Genau wie die Nase in deinem Gesicht. Aber wozu denn warten, wenn man etwas haben will? Warum soll man etwas... Warum soll man das nicht nehmen? Oh je, wer sagt sowas? Du brauchst einen Rat von deinem Gewissen. Richtig, du bist mein Gewissen, Jiminy. In deiner Gegenwart würde ich nie lügen. Du musst brav sein, um ein richtiger Junge zu werden. Das hast du, Geppetto, doch versprochen, oder? Oh, weißt du, wo Vater ist? Ist er nicht bei dir? Jimmy, wir müssen Vater finden. Nicht so schnell. Da draußen lauern Gefahren und Versuchungen. Ich werde Geppetto suchen, also warte hier. Und diese Freunde werden mir dabei helfen. Tatsächlich? Gehen wir, Sora. Du hättest uns vorher fragen können. Und jetzt ist das weg. Achso, steht der ganze Zeit hochgehen. Okay. Nitriaz, okay. Ich muss gerade überlegen, wollte ich noch irgendwas hier machen? Nee, Akteur wollte schon nichts mehr machen. Okay. Ab zum Gummijet. Ja, ich wollte, glaube ich, nichts machen. Nee. Also, wir können hier... Das kann ich überlegen. Ja, ich gehe erstmal zur Krabbe mit dem Warp und dann tun wir weiterreisen. So, wir haben jetzt mehr Möglichkeiten, wo wir hingehen können. War hier noch irgendwas? Achso, ja, in dem Lagerhaus. Also in dem Warenlager. Gab's da noch so ein Tri-Ring? Ja. So. Wir können ja rein theoretisch mal, wenn wir alle zwei Logos haben, weil uns fehlt ja noch gelb und weiß, können wir ja mal wieder durch die, das ist Stufe 6 und das ist Stufe 5. Okay, dann machen wir mal erstmal Stufe 5, bevor wir Stufe 6 machen. Schnell rein. Ich bin mir echt jetzt nicht ganz sicher, was die Specials also sein können. Ne.
Oh, nice. Neues Raumschiff. Energie. Okay, neues Raumschiff. Finde ich echt, dass sie den dritten Teil wieder zurückgebracht haben, dass wir in ein Raumschiff fliegen. Nice, noch ein Raumschiff. Was ist denn das? Was auch immer es ist gigantisch. Das ist ein Monster. Ein Wal, ein Monstrum von einem Wal. Das ist ein Monstro. Der König der Wale. Den meisten Stich gelaunt. Abdrehen, Sora, abdrehen. Ich hoffe es nicht, wir werden verschlungen. Hey, Sora! Ist alles okay? Was macht ihr da? Wo sind wir überhaupt? Oh! Oh, ich glaube, dieser riesige Walmonstro hat uns einfach verschluckt. Und das heutige Wetter? Voraussichtlich Schauer. Oh! Heftige Schauer! Wer ist da? Ich bin's. Das ist nur Pinocchio. Pinocchio? Pinocchio? Pinocchio, wo gehst du hin? Pinocchio! Jetzt komm doch schon. Ihm nach, schnell! Nee, okay, es liegt nicht hier oben. Okay, jetzt ist stufenweise ein Monstro.
Was hast du denn da, Pinocchio? Damit können wir hier rauskommen, Vater. Wirklich? Mit diesem Klotz, glaubst du? Bestimmt. Wie bist du hier gelandet, Pinocchio? Oh je, der Wal hat euch auch alle verschlungen, meine Güte. Ja, sieht so aus. Mein Name ist Geppetto. Ich bin Pinocchios Vater. Als wir getrennt wurden, habe ich überall nach ihm gesucht. Zum Glück sind wir wieder vereint. So, ihr kennt Pinocchio also ganz gut. Ich hoffe, er war brav in meiner Abwesenheit. Nun, wir hatten alle eine lange Reise. Richtig, Pinocchio? Pinocchio! So. Speichern ist richtig und richtig. Auch wenn wir jetzt, ich glaube, wenn man beim Gegner stirbt, die Frage stellt, willst du es nochmal probieren oder halt zum Titelbild? Kann ja aber, glaube ich, hier den Doppelsprung. Wo ist die Katze? Da ist der Fisch. Geppetto. Wo ist ein Figaro? Das macht mich jetzt schon ein bisschen traurig auf jeden Fall. Naja. Was machst du da? Komm, lass uns zurückgehen. Weißt du, Geppetto macht sich Sorgen um dich. Pinocchio, hör auf mit dem Quatsch. Zum Spielen ist jetzt keine Zeit. Ich hab gedacht, du stehst auf Spiele, Sora. Oder bist du mit deinem Schlüsselschwert für sowas jetzt zu cool? Riku? Was machst du denn hier? Ich spiele mit Pinocchio. Du weißt, was ich meine. Was ist mit Kairi? Hast du sie gefunden? Wer weiß? Fang uns. Dann sag ich dir vielleicht, was ich weiß. Mach keine Witze. Ein kleines Fangspiel. Abschlupf so. Du bist so groß, ist Monstro auch nicht. Ja, geht's zu 3 und geht's zu 2. Okay, dann gehen wir hier rein. Ist doch wie ein Kreis aufgebaut. So. Okay. Ich nehme das Geld an. Okay, ich kann da also nicht drauf springen. Da ist auch zu. Das verschieben kann ich auch nicht, alles klar. Muss ich
Muss ich hier oben bleiben? Das ist die Frage, die ich mich gerade stelle. Wir gehen einfach mal hier rein. So, durch die Versteigerung vom Glückspilz. Hey, Freund. Lassen Gegner jetzt mehr Zeug fallen. Und älteres mehr Zeug nicht. Gut. Ich kann schon nichts machen. Ne, ich kann sie nicht kaputt machen oder irgendwas. Alles klar. Haben wir das Thema schon mal geklärt. Zu 6. Wenn ich da runter springe, komme ich da nicht mehr hoch so schnell. Das heißt, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Aber ich glaube, das ist nicht mein richtiger Weg, den ich gehen muss. Sehr schön. Ne, das ist doch nicht mein richtiger Weg. Ich muss da wieder runter. Wunderhübsch, wunderhübsch, wunderhübsch. So. Die Zeitgummi erst klar. Mal ein bisschen gucken. Okay, die in der Arena kommen? Ein bisschen nervig. Ah, jetzt. Endlich. Ja, das war knapp. Knapp an mir vorbei. Ja.
Okay, was Neues gelernt. Okay. Stub Donut kann, glaube ich, MP, dann glaube ich, jemanden anderen geben. Wie goofy ist das? Benutze eine eigene MP und heile die MP als Mitglied um 1. Hilfe, bitte. Ist ein bisschen kacke, weil Goofy hat von da. Ach, hier ist ein blaues. Ne, ist. Eine Hütte, alles klar. Ein bisschen kacke, weil Goofy hat von Natur aus nur zwei solche Magie leisten. So, wenn er noch den davon abgibt. Na gut, jetzt hat er 3. So, später könnte das was bringen. Im späteren Verlauf, aber jetzt aktuell. Das Goofy Bites, also Goofy zu geben, sehe ich jetzt noch nicht so. Sora, bist du mich verarschen? So. Verlorene Seite. Oh, sind wir schon zwei. So, das nächste Ding ist, ich komme dann rüber. Ist viel zu weit weg. Gut. Wieder so ein Teil, wo ich dann wieder zurückgehen muss. Da hinten geht es auch noch weiter. Oh, ich weiß es. Macht. Wir können ja allgemein ja so eine kleine Tour machen. Hier. Also wenn man das Spiel halt durch hat, könnte man halt nur eine Tour machen. Und bei den Städten fehlen quasi noch Diamantine. 3 Diamantine bei Wunderland fehlen mir noch 6. Tiefer Dschungel fehlt mir gar keinen mehr. Agrabah fehlt mir 6. Arena fehlt mir 0. So. So könnte ich natürlich auch noch machen. Ich soll noch runter fallen, ich will die Kiste öffnen. Ja, Tino. Also es klappt auf jeden Fall. Das ist meine Kiste, mit dem Pass. Jetzt muss ich bloß den Typen und noch besiegen. Fuck. Nice, jetzt. Ganz zärtlich, ganz zärtlich.
Vorsichtig. Baumhaft. Tornado-Gummi, alles klar. Drüben war ich auf jeden Fall schon mal. War ich unten schon mal? Ne. So. Das ist eine Arena. Da. Ich glaube, die 6 könnte dann... Ich glaube, Peter Pan ist noch zu früh. Ich glaube, Peter Pan ist noch zu früh. Die 6 könnte dann quasi Halloween Town sein. Also Jack Skeleton. Ein etwas größeres Gebiet auf jeden Fall. Ich glaub die heilen sich, wenn die mich treffen. Ach so, bin ich mir jetzt gerade. Ich bin jetzt nicht. Okay. Ich denke,